Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Heute, am letzten Tag von diesem Jahr 2022, bin ich jetzt gerade in Großerstetten gestartet. Ich mache heute eine Wanderung von Großerstetten Richtung Blasenfluh und dann nach Lützelflüh zu meinem Zuhause. Ich wünsche euch noch einen guten Start ins neue Jahr 2023. Gute Unterhaltung bei meiner Wanderung. Jetzt kommt noch ein Zug. Warten wir denn noch ab? Ich befinde mich jetzt hier im Dorf Großerstetten und bin da auch auf dem Alpenpanoramaweg. Auch ein bekannter Weg, den habe ich übrigens vor Jahren auch gemacht, vom Bodensee an den Genfersee. Es hat da im Dorfkern sehr viele alte Häuser. Da oben ist die Kirche von Großerstetten. Ich gehe jetzt mal schauen, ob die offen hat. Es ist eine schöne kleine Kirche, nicht so groß. Mein Wanderweg geht jetzt da neben der Kirche hoch. Hier fängt jetzt der Aufstieg an von meiner heutigen Wanderung. Da geht es jetzt doch schon ziemlich steil wieder hoch. Und das da ist schon der Ausblick, den ich habe. Da hat man einen schönen Blick Richtung Stockhorn in das Aaretal. Und da unten das Dorf.
Und da hier vorne, ungefähr da, ist der Bahnhof, wo ich gestartet bin. Und da hier vorne, da, das ist das Schloss Wiel. Und ganz hinten hier sieht man noch einen Teil von der Stadt Bern. Da oben komme ich jetzt zum Weiler Möschberg. Oh, es ist wieder so schön da oben. Da geradeaus, da vorne, das ist die Rückseite von der Schattenfluh. Da unten sieht man Zetzewil. Und da hier der Rest von Grossachstetten. Und auf dieser Seite sieht man noch ins Aaretal runter. Dort hat es noch ein wenig Nebel. Das ist Münsingen da. Da sieht man gut, wo die Bahn durchfährt. Und zwar hier. Und da vorne, das Dorf, wo man dann noch sieht, hier, das ist Konolfingen. Da nochmal einen Blick auf den Weiler Möschberg und unten Grossachstetten. Dann da vorne, hier Konolfingen und da unten Zetzewil. Wieder ein schöner Ausblick. Und ich befinde mich da in einem Wald. Da ist es jetzt doch ein bisschen kühl, aber außerhalb vom Wald ist es für diese Jahreszeit, der 31. Dezember, viel zu warm. Sicher so bei 16 Grad herum. Einfach nicht normal so. Da hier oben ist noch ganz eine schöne Stelle. Ein Brünnli. Da kann man wirklich gut Pause machen. Und wenn man dann noch die Aussicht sieht, ist einfach schön da oben. Ich zeige es euch jetzt dann noch. Es ist riesengroß und heute keine Leute. Das erstaunt mich. Da kann man also auch gut ein Fest machen. Und eine große Hütte, sogar noch eine Toilette hat es da. Und das ist die Aussicht, die man hat von da. Wow, in die Luzernenberge, Schrattenfluh. Eigenmönch und Jungfrau. Und da sieht man nochmal Richtung Grossachstetten.
Da geht der Weg jetzt schön im Waldsaum entlang. Ganz toll da oben. Und da werden auch gerade Bäume gefällt. Da unten nochmal ein Blick auf Zetzwil. Und das da ist auch ein steiler Graben. Da sieht man in die Richtung, wo ich jetzt wandere. Da ganz vorne, da sieht man einen Teil von der Stadt Bern. Und da hier unten das Dorf Biggeln. Und da in diese Richtung, da hinter diesem großen Wald, da bin ich geboren, aufgewachsen. Da nochmal einen Rundumblick. Da vorne die Stadt Bern, dann unten Biggeln und da hier sieht man noch den Bantiger, den Sendeturm. Und ganz hinten der Jura mit dem Chasseral. Der Chasseral ist dieser da. Dann da drüben das ehemalige Kurhaus Gumm. Das ist hier. Und jetzt auf dieser Seite da. Das ist das Gebiet vom sogenannten Obertal. Oder wie wir hier sagen, Obertu. Und da hier vorne sieht man sogar noch den Niesen hier. Und kein Schnee da oben. Da sieht man nach Arni runter. Das ist dieses kleine Dorf da. Da hat es noch Holz für die kalte Winterzeit. Wobei, jetzt ist es sehr warm und da braucht es kein Holz. Und hier wieder ein wunderbarer Ausblick in die Alpen. Übrigens, da hier vorne, dieser ganz spitze da. Dort wollte ich auch hoch. Das ist der Schibegütsch. Und oben habe ich wieder eine schöne Aussicht. Es ist einfach toll. Eigenmönch und Jungfrau geradeaus. Da vorne wieder die Schrappenflucht, wo ich runtergekommen bin. Etwa, ja, nicht ganz in der Mitte. Dort, wo es auf beiden Seiten ein bisschen runter geht. In diesem Abschnitt geht der Weg auf diese Seite runter. Da hier geht noch der Veloweg, die Hettensroute durch. Und da hier vorne sieht man schon den Weiler blasen. Da kann also die Blase Blue nicht so weit sein von da. Ich glaube, es ist irgendwo in diesem Gebiet oben. Da vorne hat es noch sehr viel Holz am Boden.
wurde doch da ziemlich viel umgemacht. Da noch ziemlich flach. Sieht man in das Tal runter von Arni. Da fließt übrigens der Biglenbach. Und vor vielen, vielen tausend Jahren war hier sogar ein See. Da wurde das Wasser von Gletscher zurückgestaut. Und mein Wanderweg geht jetzt da hier vorne hoch und dann hier am Wald entlang und da diesen steilen Weg hoch. Aber das schaffe ich auch. Hier nochmal einen Blick nach Arni. Ganz, ganz weit hinten der Jura. Und da vorne der Weiler Blasen. Da geht es wieder ziemlich steil hoch. Jetzt hatte ich lange fast flach. Zu diesem Hof hoch, das ist das Blasehorn, oder Blasenhorn sagt man wahrscheinlich. Und da ein Blick nach Arni und da vorne diese Häuser da, das ist die Arni-Säge. Da sieht man jetzt schön nach Belp, Aretal, und ich habe schon wieder ziemlich Steigung hinter mir. Da geht es jetzt dann in diesen Wald hinein. Blick ins Aretal und jetzt macht er da noch einen Bogen. Vor ein paar Minuten ist mir was Interessantes begegnet oder fast begegnet. Und zwar etwas, was ich bis jetzt noch nie auf einer Wanderung angetroffen habe. Und zwar eine Familie mit drei Eseln. Leider haben sie dann zu früh abgebogen und ich konnte sie nicht filmen. Übrigens, schon bald habe ich die höchste Stelle, und ich glaube wenigstens, dass es die höchste Stelle ist, von meiner Wanderung erreicht. Das ist jetzt die Blasenflur. Vorne Langnau in Sicht.